Okay, Leute, weiter geht's bei La Mulana und wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession, deswegen ist immer noch dabei der tolle Igel. Hallo. Und bevor ich großartig weiterlaufe, möchte ich noch eben etwas einsammeln, und zwar eine ROM, die wir vergessen haben. Aber ich denke mal, das sollte jetzt weniger ein Problem werden. Übrigens, dieser Raum hier, wichtig, jedenfalls gleich. Ja. Da müssen wir rein, genau. Und dadurch, dass wir jetzt diese Interconnection haben... Kennst du das Problem, wenn du ab und zu ein Wort auf Englisch hast und die einfach nicht ins Deutsche übersetzen kannst? Eine Interkonnektion. Ja, das ist ein typisch deutsches Wort. Benutze ich in meinem täglichen Sprachgebrauch eigentlich nur. Ja, zwischen Verbindungen einfach. Ja, ja, natürlich. So, jetzt ich hoffe, ich komme dem... Wie kommen wir an die beschissene Karte ran eigentlich? Das ist eine gute Frage, aber die ist auch eigentlich... Fuck. Viel zu unpraktisch, man müsste sie irgendwie besser einblenden können oder sowas, das fände ich sinnvoller. Ja, ich kann mich mit der Karte allerdings auch nie anfreunden. Ist zu unpraktisch, vor allem lohnt sie sich auch nur, wenn du beide Kartenmodule hast, sonst zeigt die sowieso zu wenig an. Ja, ich glaube, in dem ganzen Let's Play habe ich die Karte wirklich nur ein einziges Mal benutzt und dann auch nur, um zu zeigen, wie sie aussieht. Das ist also eigentlich nicht wirklich nötig. Ja, das Kartenmaterial, was du hast, finde ich sowieso besser. Aber hilft nicht unbedingt, gerade bei diesem Ding hier sehen die Räume so gleich aus, dass man echt erstmal gucken muss, an welchem Raum man ist, vor allem wenn man die ganze Zeit durch die Gegend teleportiert wird. Aber was die ganze Sache sehr angenehm macht, das ist die Musik von La Mulana. Die höre ich nicht. Ja, ich weiß, ja, du siehst es ja im Let's Play oder du hast es ja schon häufiger gehört. Ich finde die Musik ist einfach Hammer. Das haben die richtig gut hinbekommen. Jetzt weiß ich leider den Weg gerade nicht mehr. Kannst du dich erinnern, wie der Weg eben richtig war? Das war falsch hier. Nee, das ist. Du bist zwischendurch einfach abgehauen und dann habe ich nicht mehr durchgesehen, wo du bist. Und dann bist du auf einmal richtig gewesen. Also da habe ich nicht mehr durchgeblickt, wo du lang gegangen bist. Ja, ich glaube aber, ich krieg den Weg noch hin. Ja, da hätte sein können, dass da was ist, aber offenbar nicht. Ah, da waren 10 Münzen. Du musst auf jeden Fall genau an der Stelle musst du zweimal nach rechts laufen, dann oben rechts rein. So, genau, dann musstest du runterhüpfen. Und dann weiß ich nicht mehr. Ja, dann mussten wir durch die Tür. Genau, durch die Tür musst du auf jeden Fall durch. Also ich, falls ihr euch fragt, was ich vorhabe... Ja, und jetzt? Oben rechts, oder? Ich weiß es nicht mehr. Soll ich schnell gucken? Nee, warte. Ich glaube, wir sind richtig. Müsste es eigentlich schon sein. Ich kann nachgucken. Ja, ist richtig. Okay. Und ich würde gerne ein bisschen mehr Energie haben. In Hinsicht auf das Kommende. Ja. Deswegen fange ich mal an, fleißig hier die Gegner zu killen. Oder die killen mich, das könnte natürlich auch sein. Deine Energie ist noch recht voll. Ja, ja, noch. Hier wollte ich hin. Und zwar da hoch. Das Ding haben wir schon gelesen und merkt euch diese Höhle hier. Denn hier findet ihr King Kong 2. Eine weitere ROM. Die konnten wir uns beim letzten Mal nicht holen, weil wir diesen Bereich noch nicht erkundet haben. Und genau deswegen wollte ich nämlich... Da oben lang, weil wir hier immer noch runterfallen können. Aber jetzt ist es ja nicht mehr schlimm. Was wollte ich jetzt machen? Wo wollte ich hin? Ah, ich weiß es wieder. Ich hatte dir gerade den Weg rausgesucht, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Nee, ist schon richtig. Ich weiß, was wir machen müssen. Zu der Pyramide musst du da auf jeden Fall. Jawohl, so ist es. So ist es. Du bist gerade extrem leise. Ich habe mich gerade nach hinten gebeugt. Ja, das war nicht zu überhören. Weil ich habe ja mein gutes Mikro angeschlossen, in Aufnahmen und sowas, ne? Hm. Und da, ich glaube, links da geht's dann durch. Bei dem Elefanten. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen was Energie haben, so. So. Und hier sind wir. Und hier muss Teleporter sein, in die andere Welt. Ich glaube, hier waren wir auch mal zufällig, aber ich bin einfach so neugierig gewesen. Und bin dann oben wieder rausgelaufen, dass alles vorbei war. Frage ich mich nur, wie wir da oben hingen. Ja, eigentlich keine Tele... Ah! Schild. Bomben. Ja, ich hätte das Schild wohl ausrüsten müssen. Ich bin kein Freund von Schildern. Ich bin immer noch der Meinung, Angriff... Ich kann das gar nicht blocken. Ha! Also auf der Autobahn finde ich Schilder schon extrem praktisch. Warum? Naja, seit ich nur ein Navi habe, hält sich das auch in Grenzen. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt hier machen? Ja, gut, dann gucke ich nach, was du hier machen musst. Ich habe nur gesagt, dass da der Teleporter ist Moment, in dem Raum. Ich glaube, vielleicht... Ich hab dich in den Raum geführt, also... Warte. Ich glaube, ich krieg's hin. Ja. Schon okay. Okay. Das kann wahrscheinlich nur hier sein. Ach Gott, oh Gott.
Jawohl, wir sind so. Drinne, wir sind drinne. Wir sind drinne? Was hast du gemacht jetzt? Einfach oben durch die Wand durch. So. Okay. Und jetzt? Da genau. Hat das gehört. Ein weiteres Rätsel gelöst und endlich kann ich zurück in dieses eine komische Raumding da laufen, mit der Gewissheit sagen zu können, bei dieser komischen Konstellation gibt es jetzt etwas. Ja. Und ihr dachtet, ja. Ich verarsche euch nur. Ja, das sind nämlich drei Sachen, die vorgeschrieben sind, die man machen muss, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben oder wenig miteinander zu tun haben. Ja, eigentlich gar nicht. Eigentlich nichts, ne. Bevor das Ding erscheint, also ein bisschen sehr kryptisch. Damit das Ding erscheint, braucht man das, den Key, den er hat. Den Podchat-Key? Er musste sich da einmal rein teleportieren da, obwohl sonst nichts ist. Ne? Eigentlich müsste es da einmal da drin sein, da in dem Raum. Und nee, ja, ich musste den auflegen. Auf das Pedestal, das ist ja schon was. Ja gut, okay. Und dann, was war der dritte Sache noch, die du machen musstest? Keine Ahnung gerade, aber jetzt seht ihr das. Das Ding hier. Berührt, geschlagen und Gewicht erschienen, beziehungsweise eine Plattform für ein Gewicht, die uns jetzt finally den einen Raum öffnet, wo wir uns dem nächsten Endgegner stellen können. Palenk, glaube ich, ist es. Jetzt muss ich nur überlegen, wie kam man denn da hin? Wir sind beim letzten Mal, habe ich gesagt, ich will nochmal nachgucken, aber ich habe vergessen, wie wir hingekommen sind. War das von hier aus? Nee, Moment. Mann. Ja, ich überlege gerade, wie wir da hingekommen sind. Das war in dem Raum mit dem Kreuz. Jetzt muss ich gerade überlegen. Fuck. Das war in dem Kreuz. Ach du Scheiße. Beim letzten Mal waren wir doch da. Genau, ich erinnere mal kurz an vor zwei Parts. Da hat er gesagt, ja Leute, wenn man das so sieht, dann denkt man, das ist übelst verwirrend hier und extrem groß. Man sieht nicht durch. Aber wenn man selber spielt, dann geht es. Also ich finde, er hat jetzt eigentlich das Gegenteil schon mehrmals bewiesen. Sehr gerne. Du siehst doch selber schon nicht mehr durch. Fuck. Ja gut, immer noch besser als ich, aber du weißt, wie du halbwegs so lang rennst, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wo ich hin will, aber ich weiß gerade nicht, wie ich hinkomme, das ist das Problem. Wir sind beim letzten Mal genau den gleichen Weg gelaufen. Da habe ich gesagt, ey, das will ich mir jetzt noch angucken. Ja, da wo bist sind du wir denn da? Wo sind wir denn da? Du bist über die Lava-Welt da gegangen eigentlich, oder? Jawohl, genau, das war's. Genau, das war's. Das war's. Schon wieder war ich nützlich. Ach, ich fühle mich so gut. Wir haben das vorher abgesprochen. Er sagte, ey, ich komme mir so unbedeutend von deinem Let's Play. In deinem Let's Play kann ich bitte mal so tun, als wenn ich was erreichen könnte und dir den Weg vorsagen. Ich sagte, ja, komm. Dann hat er mir gesagt, was ich sagen soll. Ja, das stimmt. Ich habe den Zettel quasi hier vor mir liegen. Hier steht's. 7 Dosen Red Bull, 2x Marlboro. Ah, nee. Egal, wir sind auf jeden Fall richtig. Hier sind wir komplett richtig. Was geht denn hier? Hä, hey, das war doch... Naja. Wird man davon nicht irgendwann mal krank, was du an Red Bull wegschüttest? Ja. Um ehrlich zu sein, ja. Mhm. Aber mein Körper ist so abgehärtet gegen jegliche Form von Krankheiten, dass ich quasi, weißt du brauchst Wasser oder Menschen brauchen Wasser, ich brauche Red Bull und Nikotin. Das ist halt, ich weiß nicht warum. Lass mich durch! Ich brauche vor allem Bier. So. So wie du in deinen LPs Red Bull trinkst und rauchst, dann so fange ich an. Naja, wohl, nee, da seht ihr es mal. Riesiges Bild im Hintergrund von irgendeiner Statue. Und überleg mal, wir hatten das Flugzeugmodell und das Flywheel. Das hast du wenigstens vorher nochmal gespeichert? Nee, ne? Nö. Ich schaff den jetzt einfach. Oh Gott, bitte. Das sieht aus, als wenn einer auf dem Motorrad sitzt. Du hast einen Schlüssel, oder? Hey, wie besiege ich den? Du fliegst ja tatsächlich im Flugzeug. Ja, ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll. Schließ doch auf ihn. Ich bin tot. Hm. Hä? Ich gucke, ob meine Energie, da war sie voll, dann gucke ich doch mal, da war sie... Du warst auch tot gewesen. Als du tot gewesen bist, war sie noch halb voll. Ich habe keine Ahnung, danach ist sie komplett weggezogen. Du fängst an zu lecken. Was ist meine Stimme, oder was? Alter. Wieso habe ich mir vorher die ROM geholt? Ja, Leute, ihr wisst, wo die ROM ist. Ich hole die jetzt nochmal. Die Aufnahme ist noch an. Lass das gerade. Ja, achso, Entschuldigung. Fuck, was war das denn jetzt gerade? Alter! Dann mach jetzt einen Schnitt und hol den ganzen Scheiß. Ich hole die ROM nochmal, geh nochmal speichern und wir sehen uns gleich bei diesem komischen Schmock da wieder. Bis gleich! Okay, Leute, wir sind wieder...
Jetzt red auch weiter, wenn du mich schon dazwischen laberst. Ich will noch Hallo sagen. Ja, Hallo. Hast du ja geschafft. Okay, wir sind wieder bei Palenque. Okay, und flaggern, 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 flaggern. So, ja, ich... Los. Ja, jetzt warte doch. Und Gummi, hau auf ihn darauf, die Sau da. Oh ja, ich treffe ihn. Oh, jetzt bist du ja schon im Flugzeug, scheiße. So, warte, jetzt werde ich mit Shuriken weitermachen. Hier ist es, glaube ich, egal, was ich wähle. Ich finde meine Tastatur nicht. Meine M-Taste meinte ich. Wow. Ja, Leute, wenn ich gerade nicht so viel rede, nehmt mir das nicht übel, das ist... Joy to Key, Mann. Was hat denn der vor? Au. Die großen Dinger machen Schaden. Hast du die ROM-Kombination gemacht eigentlich? Nee, aber ich habe keine Munition mehr für die Shuriken. Aber ich habe noch Bomben. Oh, die fliegen sogar relativ schön. Nur das... Hä? Fuck. Oh, du Scheiße, ey. Warte, bis die Dinger weg sind, die Säulen. Komm doch wieder in Fahrt, oder? Nee, komm die ganze Zeit Säulen, Scheiße. Ach. Nee, jetzt komm rein. Dann, hat das nicht so ganz geklappt, aber es ist auch gar nicht so schlimm, weil ich wollte euch... Ich schneide das jetzt, wir sehen uns bei dem gleich wieder, bis gleich. Okay, Leute, bevor ich das jetzt wieder versuche, werde ich wieder auf die alte ROM-Kombination zurückgreifen, von der ich nicht mehr weiß, wo die ganzen ROMs sind, nämlich Cabbage Patch Kids und Athletic Land. Ja, da war das Geräusch. Ihr wisst es, wir sind dadurch ein wenig länger unverwundbar, sobald wir mal getroffen wurden. Und in guter Zuversicht werden wir diesen Gegner nun schaffen und ich hoffe einfach mal, dass das so weit klappt. Ey, wir haben... Geh nach vorne. Ja, ich kann mich gerade nicht bewegen. Ja, genau. Nee, ist okay. Ja, passt, perfekt. Okay, so, super. Okay. Das hat gut geklappt. So, das hat sehr gut geklappt. Ich glaube, ich werde jetzt zu den Bomben wechseln und warten, bis die Dinger hier gleich wieder weg sind, die Säulen. Aber dann macht er aber seine Vorattacke, also der vorher die Shuriken verbrauchen. Warte, jetzt hole ich mir die Flare-Gun-Munition. Ja, sehr gut. Fuck. Oh, jetzt geht's schon wieder. Das kommt auch überraschend, die Scheiße, ey. Ja, vor allem, es ist einfach so schwierig, ich kann die Bomben in dem Moment nicht werfen. Ja, sobald ich... Oh. Ja, sobald ich ihn treffe, bin ich... Sieht man irgendwo sein Schatten? Vorsicht, von dem Ding nicht getroffen werden, aber das sieht man ja. Leichter gesagt, wow. Wie gemein das einfach war. Oh. Nutzt man Heilzauber. Einfach alles drauf. Ich bin tot. Er ist aber auch tot, guck mal. Nur, er hatte leider ein bisschen mehr Durchhaltevermögen. Das ist genau wie ich beim Sex. Ich schneide, bis gleich. Jo, wir sind wieder da und wir versuchen noch ein neues. Wir sind wieder da. So, erstmal den Affen hier beschwören, die ROM-Kombination habe ich schon aus. Dann einfach da stehen bleiben war es, ne? Und dann einfach los, Feuer. Ich schieße jetzt einfach. Feuer. Ja. Feuer. Okay. So. Sehr gut. Bombe. Okay, ich versuche jetzt. Ich versuche jetzt nur möglichst lange auszuweichen, weil es bringt eh nichts, Bomben zu werfen. Hab ich so ein Gefühl. Nee. Ha, Treffer. Oh, schöner Treffer. Wunderbar. Oh, das war auch ein Treffer. Oh, er ist tot. Das. Zwei gezielte Bomben. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Ey, du hast dich zweimal komplett. Das erste Mal total riesig killen lassen. Das zweite Mal, naja, okay, war noch drin, ne? Und jetzt hast du ihn einfach mal mit. Guck dir mal deine Lebensenergie an. Ja, das ja. Ist nix. Wäre ich zweimal getroffen oder sowas? Ich gehe das trotzdem gerade speichern. Sicher. Wolltest dir gerade sagen, geh verdammte Axt speichern. Wisst ihr, wir haben doch vor der Aufnahme gerade in dem ersten Raum 20 Shuriken eingesammelt, weil wir sagen, ey, die brauchen wir bestimmt und über jede Bombe gefreut. Aber, naja. Ich wollte irgendwo hin, aber ich weiß nicht mehr wo, das ist nicht so cool, ne? Ich glaube, doch, ich weiß wieder, wo ich hin will. Nee, da sind wir wirklich nochmal zurückgelaufen zum Speichern, weil wir dachten, ach komm. Ich muss eh gleich nochmal ran. Das dauert doch eh nicht so lang, also so wie er beim Sex. Und... Weißt du, es gibt mir zu denken, dass du darüber urteilst. Wieso? Ja, auch nur so. Mhm. Ach, kann Ben nicht wieder Let's Plays machen, dann kannst du wieder auf den. Dann haben wir uns so ein einfaches Feindbild, oder? Ja, das ist einfach. So. Oh Mann. Das ist er doch. Benjamin Blümchen. Alter, ich lass mich von Gegnern. Alter! Ich lass mich von Gegnern treffen. Das ist Benjamin Blümchen, oder? Guck den mal an. Ja, das Ding ist offen hier. Nackt? Benjamin Blümchen nackt, Alter. Das sind die Gegner.
So, oh, mal gucken, was offen. Ja, genau. Mal sehen, was das denn bringt. Mhm. Keine Ahnung, wo das hier ist. Ah, Moment. Kannst du dich an dieses eine Rätsel. Nicht Rätsel, aber. War, irgendwo stand so und so schläft hinter einer Wand. So ein Endgegner, glaube ich, war es. Nein, erinnerst du dich nicht? Nein. Doch. Ja, aber ich will es nicht zugeben, nein. Ja, ich möchte eigentlich nur mal gucken, ob es hier irgendwo noch ROMs gibt oder so, aber. Weißt du, also ein bisschen hat der letzte Endgegner mich jetzt so ein bisschen an mich erinnert. An unser Gooftroop-LP. Ja. Das solltet ihr euch übrigens nochmal angucken. Mach die Tür auf, mach die Tür auf! Du hast den Schlüssel, du musst die Tür aufmachen. Ich weiß, aber ich hasse dich. So, dann. Ja, aber so ähnlich war das doch auch mit deinem Endboss da, aber dann hast du ihn halt umgehauen. Ich habe mich damals einfach überzeugen lassen, weil ich dachte, naja, ist doch blöd beim LP, wenn wir nicht weitermachen. Es gibt eine Medizin, die Leben zu einer großen Seele geben kann. Konsultiere den richtigen Geist. Ja, aber du brauchst eine spezielle ROM-Kombination, dass die Geister mit dir reden. Das hier übrigens ist eine Falle, deshalb hole ich mir die Münze nicht. Doch, sammle ein! Ja. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Ja, ich wäre eingesperrt gewesen. Haha, aber du hast sie doch halt ausgetrickst. Hey, Moment, guck mal, die Augen von diesen beiden Drachen leuchten. Ist hier was? Nee. Ja, aber trotzdem, ich schätze mal, dass das was bedeuten könnte. Vielleicht musst du vorher ein Rätsel lesen. Das könnte sein. Ich gucke jetzt mal, was hier nebenan noch ist. Guck mal an, was noch nebendran ist. Ja, soll ich mal. Auch? Oh, ja, jetzt hast du Fun. Ja, die Waldfee. Ein Glück hast du gespeichert. Jetzt bist du nämlich sterben. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht doch. Gekillt durch Pferd und Kuh. Was ist das denn jetzt? Ist das hier so irgendwie Harvest Moon oder was? Ich dachte, das ist hier La Mulana. Ja, ah! Ja, das hatte ich vor. Ich wollte erst einen killen, weil ich glaube, die Peitsche ist so stark, dass sie uns gar nicht großartig Probleme machen werden, die Gegner hier. Ich kann da ja einfach einspringen. Make die Kuh! Das ist die lila Kuh. Ja, tot. Ja, die Milka-Kuh hat da auch kalt gemacht und das andere war das Barbie-Pferd. Was war das? Ja, also, wir haben ein bisschen, ja, wie gesagt, also... Ach, was? Ich erinnere mich an dieses Rätsel hier. Ja, aber wir haben leider keine Medizin, glaube ich. Oder haben wir Medizin? Da komme ich sonst jedenfalls nicht hoch. Ja, der irgendwie... Klingt nötig zumindest. Der will sich jedenfalls nicht bewegen hier. Wie dein Schwanz beim... Oh. Medizin, naja gut. Hier kommen wir jedenfalls nicht weiter, aber da oben... Ach, ich weiß. Weißt du, wo wir gleich hingehen können? Ich werde jetzt erstmal den Part beenden, weil wir was geschafft haben, aber ich weiß, was wir im nächsten Part zusammen machen können. Da werden wir nämlich in den Endless Corridor mal gehen. Also pass auf, Leute. Ich mache mal eine kleine Ansage hier. Danke, dass ihr hier zuguckt. Ist echt voll nice. Ich weiß nicht, warum ihr so Mitleid habt mit dem Kollegen. Aber im nächsten Part werden wir einfach mal in den Endless Corridor gehen, weil da gibt es nämlich auch noch was zu holen und das zeigen wir euch im nächsten Part. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Na? Ich werde einfach nicht in den Endless Corridor gehen und Leute damit dann den Leuten sagen, dass du die verarschst und dass sie dich unbedingt ganz schnell deabonnieren sollen. Ja, das sind meine Abonnenten gewöhnt. Okay, Leute, ich sage danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge von La Mulana. Tschüssi! Bye-bye.